und willkommen zu diesem Video. Thema heute ist, warum verliert die Frau nach dem ersten Date oder nach dem Anschreiben das Interesse? Ist es vielleicht auch manchmal so, dass du dir Dinge vornimmst und die ersten Tage funktioniert es ganz wunderbar und auf einmal schiebst du es auf, vergisst es und dieses Neue, was man sich eigentlich vorgenommen hat, rückt so weit in den Hintergrund und man findet dann im Endeffekt nur noch Ausreden, es nicht zu tun. Das kannst du natürlich auf viele Bereiche in deinem Leben schieben. In meinem Audiokurs Männlich und Selbstbewusst geht es vor allen Dingen um das Persönliche. Das heißt, was du dir selber an guten Dingen tun möchtest oder an Veränderungen, die wiederum gute Dinge in dein Leben ziehen. Das kann zum Beispiel das sein, dass du dir selber immer eher einredest, dass du schlecht bist, dass du nicht genug bist, dass dir das Selbstbewusstsein fehlt, auf attraktive Frauen zuzugehen. Und so kommt man natürlich in eine gewisse Abwärtsspirale. Und mein Tipp dazu ist, dass du den ganzen Spieß umdrehst. Denn wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie schlecht es dir geht, wie schlecht du drauf bist, wie wenig du Selbstbewusstsein hast, vielleicht sogar nach rechts und links schaust und dich mit anderen Männern in deinem Umfeld vergleichst und du einfach kein gutes Haar an dir lässt, dann kannst du den Spieß umdrehen und tust jetzt einfach das Gegenteil. Das heißt, du kannst dir jeden Tag gewisse Erinnerungen platzieren, dich selber daran zu erinnern, hey, du bist ein cooler Typ. Deine Freunde, deine Familie, es gibt Menschen in deinem Leben, die dich wertschätzen, die dich lieben, weil du liebenswert bist. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht auch nur eine einzige Sache finden kann, wenn er sucht, die positiv ist. Jeder hat etwas Positives an sich und jeder hat seine individuellen eigenen Stärken. Das ist nichts 0815-mäßiges, was man auf jeden Menschen anwenden kann. Und in dem Moment, wo du den Spieß umdrehst und dir selber nicht die negativen, sondern die positiven Dinge am Tag immer wieder vor Augen rufst und deine Stärken stärkst und nicht an deinen Schwächen herumdokterst, dann wirst du mit der Zeit merken, dass du irgendwann einfach gefühlsmäßig wächst und dass du dich viel, viel selbstbewusster und stärker fühlst. Und ich persönlich setze Stärke immer mit Männlichkeit sehr gleich, weil ich einfach der Meinung bin, jeder Mensch ist anders und deswegen kann man männlich nicht als etwas bezeichnen, was immer gleich ist, sondern es hat immer sehr viel was mit der Persönlichkeit zu tun. Und deswegen ist das Beste, was du tun kannst, deinem inneren Feind den Kampf anzusagen und dir wirklich, wirklich mal ganz, ganz bewusst zu überlegen, was bin ich für ein Mensch, was habe ich für Stärken, was mag ich einfach an mir, was Menschen in meinem Umfeld auch wirklich zu schätzen wissen und was viel wichtiger ist, was ich persönlich zu schätzen weiß. Und da immer wieder dich daran zu erinnern. Und das kannst du machen, wie du möchtest. Wichtig ist der erste Schritt, dass die Kopfarbeit anfängt. Und das, was wir denken, wird zu unseren Worten. Das, was wir sagen, wird zu unseren Handlungen. Und natürlich kriegen wir das Ganze als Spiegel von unserem Umfeld zurück. Denn wenn wir anders handeln, dann bekommen wir auch die Quittung. Und das im positiven Sinne. Also, dreh den Spieß um. Du schaffst es auf jeden Fall. Und wenn dir das noch zu wenig ist, wenn du sagst, ja, Affirmationen schön und gut, aber ich brauche mehr. Dann kannst du jetzt unten auf den Link klicken und kannst dir mal meinen Audiokurs holen, Männlich und Selbstbewusst, weil da zeige ich dir in 14 ganz ausführlichen Kapiteln viel, viel mehr Tipps, viel, viel mehr Übungen, viel, viel mehr Lösungsansätze, die du selber aber wirklich sehr individuell umsetzen kannst. Das heißt, ich habe keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die auf jeden Menschen gleich angewendet wird, sondern deine Arbeit in dem Audiokurs wird dazu führen, dass du selber dein Lösungspatent entwickelst, was individuell zu dir passt. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei deiner Entwicklung. Ja, ihr fragt mich das ganz oft und es ist natürlich auch einfach ein Thema, was einen bewegt, denn wenn man nicht an den Punkt der Beziehung kommt und vielleicht findest du dich da auch gerade wieder, sondern immer schon vorher, dass der Kontakt wieder abbricht und es gar nicht erst an diese Schritte kommt, wo man auch mal üben kann. Wie mache ich den ersten Kurs? Wie baue ich Körperkontakt auf? Über Körperkontakt müssen wir übrigens auch nochmal reden, weil da fragt ihr mich auch richtig, richtig viel. Naja, und wenn man nie an diesen Punkt kommt, auch mal zu üben, wie verhalte ich mich eigentlich in einer Beziehung? Was bin ich eigentlich so für ein Beziehungstyp, weil es immer schon vorher scheitert? Dann ärgert man sich natürlich und dann hat man den Entschluss, was daran zu ändern. Und wahrscheinlich schaust du auch genau wegen diesem festen Entschluss das Video. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz aus der Frauensicht ein paar Dinge erklären, wie das dazu führen kann, dass Frauen das Interesse verlieren. Ich habe ja nun des Öfteren auch Coachings mit Pärchen, wo es auch darum geht, wie geht ihr miteinander um und wie ist es überhaupt so in der Beziehung auch respektvoll miteinander und auch offen zu sprechen. Und in der Beziehung fängt man an, über sowas sich Gedanken zu machen, aber beim Dating natürlich nicht, weil du bist ja für die Frau noch ein effektiv relativ fremder Mann und sie ist für dich ja auch relativ fremd. Natürlich datet man auch manchmal Leute aus seinem Umfeld, dann ist das nochmal ein ganz anderer Fall, aber ihr wisst, ich kann jetzt in einem Video sowieso nicht alle 10.000 Varianten beleuchten. Deswegen nehme ich mal so das Klassische. Man hat sich so entweder übers Internet oder über drei Ecken kennengelernt. Zum Beispiel auch, weil man irgendwie auf einer Feier war und sie war zufällig auch dort. Ihr seid zufällig gerade beide Single
Man hat angefangen, sich in Facebook und Instagram hinzuzufügen und dann begann irgendwie so ein kleiner Chat. Man hat vielleicht so eine Woche geschrieben und hat irgendwann entschlossen, mal einen Kaffee trinken zu gehen. Entweder hast du es gesagt oder es kam von ihr aus. Wenn es von ihr aus kam, ist es natürlich mega, weil dann hat sie selber ja auch schon mal mehr so die Bereitschaft dazu, sich mit dir zu treffen. Nun gut, und dann kam es zum Treffen. Danach hat man noch geschrieben, bist du gut nach Hause gekommen? Oder am nächsten Tag irgendwie noch so guten Morgen, wünsch dir einen schönen Tag und auf einmal nichts mehr. Du testest es, schreibst ihr ein paar Tage nicht und von ihr kommt gar nichts. Und dann kommst du so in dieses Grübeln und bist jetzt vielleicht auch genau in der Situation. Das ist der klassische Fall. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Denn viele von euch haben Angst, zu weit beim ersten Date zu gehen. Zu viel Körperkontakt, haben Angst vor zu viel Körperkontakt, weil sie denken, oh, dann komme ich vielleicht in diese Fuckboy-Schiene oder sie denkt, ich will jetzt irgendwie sie nur ins Bett kriegen. Versuchen dann höflich und zurückhaltend zu sein und genau das ist der Fehler. Natürlich sollst du nicht mit der Tür ins Haus fallen und es gibt nichts Schlimmeres für eine Frau als ein Mann, der sie die ganze Zeit irgendwie anfasst und lacht und ganz komisch irgendwie am Arm nimmt. Aber du kannst mit feinen, aber kleinen Dingen wirklich mehr Körperkontakt aufbauen. Das ist beispielsweise, wenn du ihr was zeigen möchtest. Das ist für mich der Klassiker unter den Körperkontakt-Moves sozusagen. Und zwar, ihr seid gerade vom Café, lauft irgendwo in eine Bar oder ihr lauft vom Kino in irgendeine Bar und du willst ihr irgendwas zeigen. Zum Beispiel hast du an der Litfaßsäule irgendeinen anderen Film, ein Plakat gesehen, was du schon gesehen hast und willst ihr kurz sagen, dass der Film mega toll war oder so. Und dann deutest du ja darüber und sagst, schau mal da, Und dann machst du es einfach so, dass du sie in die Richtung drehst. Das heißt, du fasst sie an und sagst, hey, guck mal darüber, da, ich will dir mal kurz was zeigen. Und dadurch hast du Körperkontakt aufgebaut. Und das ist ja noch nicht mal so offensichtlich, weil du willst ihr einfach schnell was zeigen. Es kann ja auch sein, dass irgendwie ein besonderes Auto an euch vorbeifährt, was du ihr zeigen willst. Oder irgendjemand läuft vorbei, der total aussieht wie irgendein Schauspieler oder irgendeine Frau läuft vorbei, die witzige Haare hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es immer mal Momente, wo du sagst, hey, schau mal. Und dann kannst du sie eben so ein bisschen in die Richtung buxieren oder so den Arm oder so in die Richtung drehen und dann habt ihr schon Körperkontakt aufgebaut. Dann ist es manchmal auch so, wenn man irgendwie sitzt und man ist entweder, man sitzt ja manchmal so schräg nebeneinander, man setzt sich nicht so akkurat gegenüber, sondern man ist so ein bisschen schräg und hat ja so den Arm manchmal da, ne? Und dann kann man ja auch manchmal, wenn du irgendwas erzählst, so zum Beispiel bei deinem Beruf oder so, und dann kannst du mal so kurz die Hand so auf ihren Arm legen und sagen, aber hören wir jetzt mal auf, darüber zu reden, das ist nicht so interessant. Also, dass man quasi das Gespräch umlenkt und ihr quasi so signalisiert, ey, komm, wir reden mal ein bisschen vertrauter. Man legt so den Arm auf ihren und sagt so, aber ihr lasst sie dann wieder los nach 3 Sekunden, ne? Ihr bleibt nicht so creepy irgendwie mit der Hand irgendwo und wischt die vorher heimlich unterm Tisch ab. Bei mir ist es auch so, wenn ich nervös bin, dann habe ich immer so richtig nasse Hände und ich habe auch noch keine Lösung dagegen gefunden. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich mache dann immer mal so. Und dann bin ich dafür gewappnet, Leuten die Hände zu reichen oder irgendwelche Ärmchen zu tätscheln oder so. Aber das ist eine richtig coole Sache, Körperkontakt direkt aufzubauen. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen abgeschweift von der eigentlichen, vom eigentlichen Problem, warum verliert sie Interesse. Aber genau das ist der Knackpunkt. Denn wenn nicht genug Körperkontakt und sexuelle Anziehungskraft beim ersten Date entsteht, dann hat sie nicht den Trigger, irgendwie beim Schreiben und dann beim nächsten Treffen sich darauf zu freuen. Es hat noch nicht so viel stattgefunden und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo essen seid und ihr habt ein ganz, ganz leckeres Gericht und ihr seht auf der Karte irgendwas mega leckeres oder eure Freundin oder euer Kumpel hat was anderes bestellt und es ist so lecker gewesen, der hat so davon geschwärmt und ihr wisst genau, ich werde wieder in dieses Restaurant gehen, weil es war einfach genial. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant, oder es ist dir bestimmt schon mal passiert, mir ist es in der Schweiz zum Beispiel auch mal passiert, dass ich in einem Restaurant saß, habe Nudeln bestellt, zwar so mit Blattspinat, ich liebe Blattspinat und das Essen war einfach nicht gut. Und das Restaurant gibt es hier in Deutschland auch und jetzt habe ich gar keine Lust, neulich hat jemand vorgeschlagen, lass mal da hingehen und ich so, nee. Und so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, dass die Frau auf eurer Speisekarte irgendein Gericht sehen muss, was sie vielleicht noch interessant findet oder ausprobieren möchte, symbolisch gesprochen, und dann Bock hat wiederzukommen. Andersrum natürlich auch. Also es ist oft so, das beobachte ich auch, es gibt auch wählerische Männer, aber die sind nicht so schlimm wie die Frauen. Ich finde das auch gut, weil viele Männer sagen so, beim ersten, zweiten Date, oh, irgendwie war die mir zu aufgedreht oder irgendwie hat die mir nicht so gefallen. Merken dann aber, die machen dann die Dates weiter und merken dann beim vierten, fünften Date, ah ja krass, die ist gar nicht aufgedreht, die war einfach nur total nervös und war deswegen so überdreht. Wir sind ja auch manchmal nicht wir selber, wenn wir in so einer etwas
kritischen, also nicht kritischen Situationen, aber so beim ersten Date ist man ja schon nervös und dann verhält man sich manchmal schon nicht so, wie man normalerweise ist. Nun gut, auf jeden Fall finde ich das eine super Eigenschaft an Männern, dass sie auch mal was durchhalten und weitermachen, weil sie sagen dann zum Beispiel nach dem fünften Date zu mir, ey Lola, die ist voll super, hätte ich am Ende nach dem ersten oder zweiten Date das abgebrochen, weil sie mir zu aufgedreht war, dann hätte ich nie rausgefunden, was das für eine tolle Frau ist. Und Frauen haben leider nicht immer diese Eigenschaft, diese Bereitschaft, hinter eine Kulisse zu gucken. Deswegen aber nur mal so als Vergleich. Nun, wir sind halt einfach zwei verschiedene Geschlechter und es gibt diese Unterschiede. Und bei Männern ist es halt nicht oft so, dass sie sofort nach irgendwas lechzen und sagen, die muss mir jetzt beweisen, dass ich sie super toll finde, sondern die sagen so, ja komm, wir treffen uns nochmal, ja wir treffen uns nochmal, sind da sehr, sehr gutmütig und erst wenn irgendwas total Blödes ist, dann sagen Männer erst, ja nee, okay, ciao. Aber bei Frauen ist es leider so, dass die immer sehr viel brauchen, um ein Gefühl zu entwickeln. Die sind manchmal sehr langsam darin, was zu spüren, was zu fühlen und haben auch manchmal gar nicht so das Bewusstsein, selber in sich reinzuhorchen und wirklich zu wissen, was sie fühlen. Und da muss man ihm manchmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen und diese kleinen Anspielungen, dieses Körperkontakt aufbauen, diese vertrauten Gespräche. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Geheimnis verraten, das finde ich auch immer, ist eine super Sache. Das geht jetzt zwar in eine ganz andere Richtung, aber das führt in Summe alles dazu, dass sie das Interesse nicht an euch verliert und es eben auch zu weiteren Dates kommt. Zum Beispiel, wenn man ihr ein Geheimnis verrät. Ich finde das immer, das hat einfach so was sehr Ehrliches und wenn man zum Beispiel sagt, ich sag das jetzt dir, das erzähle ich aber nicht jedem, weil es vielleicht etwas ist, was euch sehr betrifft oder sehr persönlich ist, ne? Aber damit zeigt ihr ihr, dass ihr sie wichtig nehmt als Mensch und ihr vertraut. Und auch das kann natürlich auch so eine gewisse Anziehungskraft ausüben. Leute, die Liste ist unendlich lang. Ich habe noch 1000 andere Tipps für euch, wie man Anziehungskraft ausüben kann beim Date oder auch schon beim Schreiben, dass so ein bisschen dieses Knistern durchs Handy geht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt und gebt mir einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, dann seid ihr immer auf dem Laufenden und dann freue ich mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ciao!